Hallo liebe YouTube-Fans, heute habe ich für euch einen super süßen kleinen Pinball-Table von Sakura Retromod, nämlich den Pin-Switch. Ja, so wie es heißt, ist es auch, da steckt eine Switch drin. Und ich zeige euch das jetzt gleich nochmal und ich fahre das Ganze jetzt hier nochmal ran. Ich möchte hier keine Werbung im eigentlichen Sinne machen. Ich habe das Gerät selber geschenkt bekommen, aber nicht von Sakura, sondern zum Hochzeitstag. Aber ich denke, so kann man, denke ich, hier das Ganze pausieren und ihr könnt das auch zur Not einscannen. Sollte gehen, weiter ranholen kann ich es leider nicht. Und ihr könnt euch das Ganze selber auf der Seite mal anschauen. Ja, es ist wie gesagt ein super kleiner, kompakter Pinball, in dem eine Switch steckt. Das vordere Teil hier ist sogar noch beleuchtet. Und ja, ich habe das Ganze hier im Indiana Jones Design. Das ist einfach hier ein Aufkleber. Das ganze Gehäuse ist aus Kunststoff. Das heißt also, das Display hier hat keine Funktion. Trotzdem finde ich das ganz hübsch gemacht. Und wie ihr seht, eben auch an der Seite und sonst wie. Ich finde das Ganze wirklich sehr schön. Ich habe es extra jetzt mal mit einem Pinball gemacht, der nicht mit Indiana Jones zu tun hat. Einfach damit man das Ganze nochmal sieht. Ich kippe das jetzt nochmal so ein bisschen, damit man so ein bisschen von allem sieht und versuche es nochmal so ein bisschen ran zu zoomen, was nicht ganz so leicht ist, aber ich hoffe, ihr seht es. Ja, das heißt, es funktioniert grundsätzlich mit allen Pinballs, die im Tart-Modus laufen. Und die auch die Möglichkeit, also wo man es hochkant packen kann und die auch die Möglichkeit haben, dass ich die Einstellung so einnehmen kann oder so vornehmen kann, dass ich eben einen Controller außerhalb anschließe. Wir machen das Ganze mal auf und dann sieht man das hier auch. Also dieser Rahmen ist hier oben nur mit Magneten aufgelegt. Das Ganze befindet sich dann hier im Gehäuse drin. Und das ist hier mit diesem Teil verbunden unten an der USB-C-Buchse der Switch und da seht ihr dann, sind die Knöpfe verbunden und da ist so ein kleiner Steuerungskasten, wo das Ganze dann mündet. Eigentlich eine recht clevere Idee, eigentlich recht simpel, aber A, man muss drauf kommen und B, man muss den Skill haben, das so zu machen. Ja, so, das heißt also, super platzsparender kleiner Pinball. Ja, taugt das Ganze jetzt was? Schauen wir uns mal an. Wir lassen jetzt also einfach mal den Ball hier laufen und ihr seht, ja, die Steuerung ist super direkt, funktioniert toll. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welchen Pinball-Table ihr habt, welche Einstellung ihr habt, ob ihr das Ganze richtig gezoomt habt, damit das Bild eben an dieser Stelle auch richtig aussieht. So, aber ihr seht, man kann hier super Pinball spielen. Es funktioniert einfach klasse. Und ja, das Ganze ist, wie gesagt, sehr platzsparend, hat aber trotzdem dieses tolle Pinball-Feeling. Ich finde es klasse, es ist ein nettes Gadget, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe jetzt hier Stern Pinball Arcade drin. Natürlich, wie gesagt, ich habe auch den Indiana Jones Table, aber es ging eben darum zu zeigen, es läuft eben nicht nur mit einem entsprechenden Tisch oder nur mit bestimmten Pinball-Spielen, sondern es geht eben auch mit anderen Games. Und das Gute an der Switch ist natürlich, dass wir hier auch immer noch die Möglichkeit haben, das Ganze mit dem Touchscreen zu benutzen, wobei ich dann hier immer noch mal drüber gehe, damit es eben nicht stört. So, und dadurch kann man natürlich einfach ohne Unterbrechung jetzt hier einfach weiter daddeln und seinen Lieblingstisch hier spielen und entsprechend Highscores erreichen. Das ist natürlich wirklich ein richtig gutes Feeling, wesentlich schöner als mit einem Controller. Und ihr seht es, also hier, ne, schon sehr, sehr kurze Anschläge reichen aus, um die Flipperarme zu bewegen. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Rumble haben wir jetzt leider nicht hier drin. Das wäre aber, denke ich, auch für den Preis von unter 100 Euro wirklich nicht, ja, ich hätte es nicht erwartet. Es gibt die Teile auch in ein bisschen luxuriöser. Ich glaube, es gab sogar mal ein Modell mit funktionierendem Display hinten. Dann muss man natürlich entsprechend tiefer in die Tasche greifen. Aber ich finde das so als Mini-Lösung für zwischendurch eine richtig schöne Sache und es macht richtig Spaß. Ja, tatsächlich, wie gesagt, habe ich mehrere Pinball-Games ausprobiert und bisher habe ich keins gefunden, was nicht läuft. Also man muss halt hochkant spielen können, das ist klar. Ich weiß nicht, gibt es so ein paar im E-Shop, die ich gesehen habe, für ein paar Euro oder so. Ich weiß nicht, wie die jetzt von den Einstellungen sind. Die sollen nicht so toll sein, deswegen habe ich mir die noch nie runtergeladen und ausprobiert. Aber das hier, ich sag mal so, die üblichen Pinball-Titel sollten eigentlich mit dem Teil laufen. Ja, und ich finde, das ist insgesamt eine richtig hübsche Lösung. Das kann man auf jeden Fall so machen. Sieht ziemlich stylisch aus. Neben meinen anderen Mini-Konsolen macht sich das, glaube ich, auch ganz gut, so dass man so einen Mini-Spielhallen-Flair da reinbekommt. Ihr seht es, ja. Also es hat schon irgendwie was. Das ist irgendwie cool. Mir gefällt es.
Ja, wie gesagt, eine schöne Sache. Wer will, guckt das sich selber mal bei Sakura Retro Modding an. Da gibt es auch verschiedene Designs. Da gibt es auch verschiedene Ausführungen, auch von anderen tollen Zubehörteilen, nicht nur für die Switch. Vielleicht habe ich ja euer Interesse geweckt und ihr guckt euch das Ganze mal an. Ich finde es interessant, mir macht es Spaß. Man kann also wirklich nett damit Pinball spielen und das Ganze ist halt mega platzsparend. Ihr seht, es ist also praktisch gerade mal handgroß. Eine ganz tolle Sache. Ja, für die, die fragen, das gibt es auch für die OLED-Switch. Also auch da kann man bedient werden. Und trotzdem kann ich auch sagen, schon bei der normalen Switch hat man hier ein wirklich gutes Ergebnis, wie ihr seht. Und bei der OLED ist natürlich klar, durch den deutlich helleren und kontrastreicheren Bildschirm ist die Immersion hier von wegen Pinball-Table natürlich noch um einiges besser. Aber egal, das Ganze macht sich gut, sieht gut aus, macht Spaß, kann man auf jeden Fall so machen. Und ich persönlich finde das eine tolle Sache und ein toller Tipp. Und es ist, wie gesagt, eine echt bezahlbare Lösung, sich einen kleinen Pinball-Table irgendwo hinzustellen. Ja, das war's von mir und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Bis dann, ciao!